Lotte Kopp. Die Schauspielerin wurde am 9. März 1913 als Luise Charlotte Koch in der belgischen Hauptstadt Brüssel geboren. Ja? Gleich nach der Schule ließ sie sich in Düsseldorf an der Hochschule für Bühnenkunst zur Schauspielerin ausbilden. Ein erstes Engagement erhielt Lotte Koch 1931 in Heidelberg. 1935 wechselte sie an das Schauspielhaus Zürich, wo sie beispielsweise unter der Regie von Leopold Lindberg als Luise und Partnerin Wolfgang Langhoffs sowie in vielen anderen klassischen Schauspielen glänzte. Zu einem ihrer letzten Auftritte in Zürich zählte im Januar 1937, wieder unter der Regie von Leopold Lindberg, die Helena in Jean Giraudots Stück »Der Trojanische Krieg findet nicht statt«. Neben ihrer Theatertätigkeit trat sie in Zürich auch kurzzeitig in Erika Manns Kabarett Pfefferhühner auf. Zur Spielzeit 1938-39 wurde Lotte Koch an das Deutsche Volkstheater in Wien berufen, wechselte später aber an die Hamburger Kammerspiele. Bereits Mitte der 30er Jahre war der Film auf die junge Charakterdarstellerin aufmerksam geworden. Ihr Leinwanddebüt gab Lotte Koch 1936 in dem Film Lumpacci Vagabundus, in dem sie eine kleine Rolle hatte. Lumpazzi Vagabundus, Lumpazzi Vagabundus. Mein Kompliment, Fräulein Rosa, schon wieder etwas schlanker geworden. Oh, und Fräulein Fortuna sehen ja blendend aus, werden von Jahr zu Jahr jünger. Der Humor wird dir bald vergehen. Nach einer vierjährigen Pause tauchte sie dann regelmäßig in verschiedenen Produktionen mit prägnanten Haupt- und Nebenrollen wieder auf der Leinwand auf. In dem Film »Das schwarze Schaf« von 1944 spielte sie mit Ernst von Klipstein, der im richtigen Leben vorübergehend ihr Ehemann war. Zusammen mit Klipstein wirkte sie in vier gemeinsamen Filmen mit. Er ist nicht in Südamerika, aber auch nicht in Australien oder Afrika, wo wir ihn gesucht haben. Wissen Sie, wo er steckt? Na, und? Ganz hier in der Nähe, nur ein paar Autostunden entfernt. Na, das ist allerdings eine Überraschung. Darf ich mal sehen? Einen Augenblick, bitte. In dem in einem kleinen Gebirgsdorf spielenden Heimatdrama Aufruhr der Herzen 1944 mimte sie an der Seite von Rudolf Prack eine ihrer melodramatischen Hauptrollen. Wir müssen verkaufen. Du musst mir jetzt helfen. Ja, ja, aber... ich weiß nur nicht, ob ich gegen Dieter ankomme. Aber wir brauchen doch das Eisen. Die Schmiede müssen wieder arbeiten. Wir müssen verkaufen. Also. Bis Kriegsende stand sie noch für drei weitere Filme vor der Kamera. Der Film Rätsel der Nacht 1945, die Geschichte um einen Mordfall im Bereich einer Sternwarte, blieb leider unvollendet. Das glaube ich nicht. Das Kriegsende erlebte sie in Altaussee. Dort stellte sie mit Kollegen ein kleines Theater auf die Beine, wobei Ernsts Bruder Dieter von Klipstein sie tatkräftig unterstützte. In »Und über uns der Himmel«, dem ersten Film aus der amerikanischen Besatzungszone, spielte sie neben Hans Alberts die Hauptrolle. In einer langen Szene fahren die beiden mit einem Lastwagen die völlig zerstörte Potsdamer Straße in Berlin entlang und enden bei den Resten der Gedächtniskirche. Es war ein Film, der sich durch Trümmerlandschaften bewegte und doch Mut zum Wiederaufbau predigte. Keine Ruhe hat er sich gegönnt. Die Wohnung, mein Junge, die Wohnung. So hat er immer geredet. Kommt. Zu Lotte Kochs letzten Arbeiten für die Leinwand zählten Karl Antons Detektivkomödien »Der große Fall« mit Gustav Fröhlich und Georg Thomalla, die bereits 1945 gedreht und erst vier Jahre später ins Kino kam. Servus. Ja, bitte. Danke. Die Göttinger Ateliers sind ständig belegt. Hier inszeniert Eugen York Export in Blond. Lotte Koch neben dem Regisseur Katja Görner.
Bitte, Aufnahme! Die erste Nacht in Rio. Ja. Wem wird sie gehören, Senorita? Kommen Sie, Iris. Trinken wir. Cheerio, auf die Villa Rosita. Auf die Villa Rosita und den reizenden Emporium Blond. Die Kamera erfasst eine Tanzszene vom Kran aus. Nach Eugen Jörgs Krimi Export in Blond von 1950 über einen Fall von Mädchenhandel in Deutschland sowie Helmut Keutners sehenswerte Komödie Captain Bye Bye von 1953 mit dem unvergessenen Hans Albers in der Titelrolle zog sich Lotte Koch fast vollständig vom Filmgeschäft zurück. Ich bin ja bald fertig, Peter. Aber Theater spielte sie wieder, allerdings an kleineren Bühnen, sowie in Essen, Bonn und Witten. Lotte Koch war in zweiter Ehe mit ihrem Schauspielerkollegen Ernst Vollrath von Klippstein verheiratet. Du, ich brauche jemand, der mir hilft. Ist doch alles halb, was ich mache. Ich brauche einen Menschen, der mich zusammenhält. Von innen her, weil... Willst du nicht meine Frau werden? Das geht doch nicht, Uwe. Ich bin doch selbst noch ganz am Anfang. Aber das macht doch nichts. Wir schaffen es dann zusammen. Aber jetzt noch nicht, Uwe. Später. Die Ehe wurde nach kurzer Zeit geschieden. Nach der Trennung ehelichte sie dessen Bruder Dieter von Klippstein, einen Bundeswehroffizier. Immer mehr bestimmte die Berufsplanung ihres Mannes das Familienleben und lediglich 1971 sah man sie noch einmal mit einem kleinen Auftritt in einer Folge der Fernsehserie Motiv aus Lüge. Das ist ja mehr als doppelt so viel, wie ich im Monat verdiene. Das nehme ich nicht. Aber Sie sind ja ein Kind, Sie nehmen doch niemandem etwas weg. Ja, ich weiß nicht, vielleicht komme ich Ihnen spießig vor, aber so viel Geld unverdient, das gar nicht stimmt. Ich weiß auch gar nicht, was ich damit anfangen soll. Sie sind aber ein merkwürdiges Geschäft. Haben Sie gar keine Wünsche? Wünsche schon. Na also. Sagen Sie, ja? Kann man ein Kleid davon kaufen? Aber selbstverständlich, welches wollen Sie haben? Das soll Sie anhaben. Eine Sekunde. 1996 Hallo? Zog das Ehepaar in ein Unteraachinger Wohnstift mit guten kulturellen Angeboten. Allerdings ohne Kino. Es dauerte nicht lange und Lotte Koch gründete einen Filmclub, für den sie die Filme aussuchte und einführte. Auf Wunsch der Mitbewohner auch eigene Filme, in denen sie mitgewirkt hatte. Nein, nein, ich reife, dass Sie anrufen. Wieso? Habe ich nicht bewiesen, dass ich es kann? Rund zwei Monate nach ihrem 100. Geburtstag starb Lotte Koch am 6. Mai 2013. Die Urne mit der Asche von Lotte Koch wurde in der Grabstätte ihres zweiten Ehemanns, Ernst von Klippstein, auf dem Waldfriedhof Volksdorf in Hamburg beigesetzt. Ihr Name wird auf dem Grabstein allerdings nicht erwähnt. Bei uns ist er tot. Er sieht immer anders aus, aber immer ist er da. Seit über einem Jahr leben wir hier. Man hat uns vergessen.